Gut, na dann. Nochmal offiziell. Seid gegrüßt und willkommen zurück zum neuen Let's Play. Wir spielen Ken Kena, Bridge of Spirits, live auf Twitch und später auf YouTube. Wie nicht immer, aber öfters. Ein Spiel, was mir der liebe Marv zu Weihnachten geschenkt hat. Und ja, da habe ich mir mal gerade gedacht, wir sind mit dem letzten Projekt durch. Fangen wir gleich damit an. Es sah ganz süß aus. Hatte ich auch schon lange auf meiner Wunschliste stehen. Ja, auf geht's. Starten wir rein ins Spiel. Ein neues Spiel im Story-Modus. Leichtester Modus natürlich. Was sonst? Was den Schiebregler an, bis das Symbol kaum sichtbar ist. Ja. Irgendwie so. Einzigartige Holzmasken sind geschnitzt, um die Toten zu ehren. In heiligen Schreinen zerfallen diese Masken allmählich zu Staub. Sie symbolisieren die friedliche Reise des Geistes ins nächste Leben. Nicht alle Geister können diesen Weg alleine beschreiten. Aufgrund der Tragödien in ihrer Vergangenheit verweilen sie und werden gefährlich. Mehr konnte ich leider nicht lesen. Nicht zu lange schauen. E für Impuls. Ja, E wie Impuls. Man kennt's. Und wir spielen hier das kleine Mädchen Kena. In einer momentan noch sehr düsteren Welt. Wird es nachts? Wer weiß, wir sind in der dunklen Höhle. Zeichen, Steinen. Da geht es einen dunklen Gang. Ich kann halt nicht mehr sprechen. Geister. Das Spiel heißt auch Kena Bridge of Spirits. Da vermute ich mal, dass wir irgendwann mal. Das naheliegend, dass wir auf Geister treffen werden und auf Brücken. Okay, haben wir hier von uns. Das ist ein Kristall. Hoppla. Das hat nicht viel gebracht. Da passiert was mit dem Stein. Gemacht. Und weiter geht die Reise. Why have you come? I sense suffering here, Spirit. Do you need help?
You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, spirit guide. Oh. Leichter Angriff und drücke für schweren Angriff. Der erste Kampf hier schon. So wird gekämpft. So reicht mal aus. Angriff ist die beste Verteidigung. Das sage ich immer. Dann haben wir den Bösewicht kennengelernt. Ist der Wunsch kommen. Ich werde mal kurz gucken. Nachtmodus. Ja, Glück wird wahrscheinlich. Es wird auf Englisch sein. Mit deutschen Untertiteln. Was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde. Die deutschen Untertitel sind mir schon manchmal ein bisschen wichtig. Es gibt manche Worte, die ich nicht verstehe. Auf der anderen Seite ist noch was. Wir müssen zum Steinkreiszug. Das Portal hat sich geöffnet. Tor. Ja. Torportal. Genau, es ist ans Tageslicht. Die Nacht ist vorbei. Ui. Fünf Stände zum Leuchten bringen. Ja, hier doch spielen lachen.
saw him here somewhere. Where did he go? Nur dich dann im Interview. Wow. Ein Freund gefunden. Von den ersten. Gott. Ach, den kleinen süßen Fratz. Den haben wir jetzt gefunden. Das Spiel ist so. It's alright. What happened here? So süß, so schön, so fantastisch. Das Gefühl, das kann noch ziemlich grausam werden. Wir haben den Bösewicht ja schon getroffen in der Höhle. Wie gesagt, hat er wird aufhalten. Der war jetzt auch nicht. Also das wird jetzt kein Resident Evil schaurig werden. Das wird jetzt vielleicht am Ende vielleicht ein bisschen ernster werden, aber ist doch ein zuckersüßes Spiel. Na mal schauen, was das Spiel uns noch so bringt. Geh doch hier gerne mal einen anderen Weg. Haben wir noch einen. Gott gefunden. Ich hoffe, dann haben wir dann hinter uns, ja. Der Gesang im Hintergrund. Schön die Augen offen halten. Das wird keinen verpassen. Da geht's hoch. Ich will erstmal hier noch. Und dann geht's dann schon weiter.
Das ist eine kleine Unterwasserhöhle. Hier haben wir Nummer 3. Ein Badepatzen. Sammeln wir Rot, um diese Todesherz zu reinigen. Aha. Oh, das ist nicht gut. Dann bauen wir mal mehr Unterstützung. Um dem Versuchten gerecht zu sein. Nummer 4. Was ist das also? Hier. Dann waren wir mal auf 5. Die Rotz können helfen. Dein Team von Gefährten ist gewachsen und dir steht jetzt eine Rotz-Attraktion zur Verfügung. Drücke R, um die Rotation auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Sammle Rot, um aufzuleveln und mehr Rot-Aktionen zu erhalten. Aha. Oh. Das muss auch mal sein. Sehr schön. Und wie geht's jetzt wieder zurück? Ach, da drüben. Das ist die rote Tonne. Alle da. So, das böse Rot ist besiegt. Da bringt er wieder seinen Frieden. Oha, fast runtergefallen. Ja.
Okay, davon kommen wir wohl nicht lang. Und dann müssen wir. Ja. So, was machen wir jetzt? Okay. Dann werde ich es zeigen. So geht's dann jetzt weiter. Ich glaube, ich habe mich ein wenig verirrt. Jetzt bin ich aufmerksam. Die Brücke ging es aber da drüben. Kommen wir hier irgendwie weiter. Ah. Ich komme hoch. Ist noch so ein Knospe. Aha. Die Rotzen sind verängstigt und haben sich versteckt. Greife Feinde an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut im Kampf, um Rotzaktionen durchzuführen. Muttropfen können sich in der Welt bilden. Sammle Muttropfen mit deinem Impuls E. Oder berühre sie, um schneller Mut aufzubauen. Und Mut haben wir jetzt wieder nicht. Sind bereit. Sie können Todeszonen Herzen zerstören oder Feinde binden. Drücke R, um deine Rot schnell auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Halte L Shift zu zielen. Drücke R dann, um Gegner zu binden. Aha. L Shift. Beschäftigen.
komm. Rotz-Kommandeur. Wenn du 5 Rotz. Dazu. Aha. So, wir müssen die Gäste noch. Um das grün zu machen, müssen wir erstmal. Und fertig geht die Reise. Der Rot kann bestimmte Objekte in der Umgebung bewegen. Drücke R, um die Rot ein Objekt aufheben zu lassen. Sag den Rot, wo sie hin sollen, indem du mit L-Shift ziehst und dann R drückst. Okay, wo sollen das hintragen? Gute Frage. Dann trag das doch mal. Ah, dann bin ich vielleicht darüber. Dort abstellen. So, bis das nicht erreichen lässt. Scheint aber der Weg zu sein. Ist okay, das ist mal wieder sehr knapp. Aha. Can you pick that up? Oha. Jetzt haben die Figur aufgehoben.
Es hat für mich so ein bisschen was von Pigment-Stil. Ich wollte schon früher sagen, aber es hat hier so ziemlich den Rotz zu empfehlen, wo sie lang gehen müssen und so. Ich verirre mich immer viel zu schnell in diesem Spiel. Hier lang vielleicht. Waren wir hier schon mal. Weiter. Ach so, wir sind. Ach, ich hab den Ort. Wir sind festgerannt. Hier steht was von drei Statuen. Einer von denen. Herum, aber da ging es hoch. Ja.
Ja. Da waren wir doch schon. Wir waren doch schon. Ich kann halt nur so unkonzentriert sein. Stell mich auch manchmal an. Fühlt euch immer Zeit für eine längere Pause, gleich muss ich mal orientieren, wo es denn gehen kann. Aber da weißt du, da weitergeht. Bleib dran. Bis gleich. So. Ja, sorry, das wird ein bisschen. Ja, neben der Spur bin, nicht ganz dabei bin. Schien was auf den wenigen Schlaf, den ich hatte. Ich bin heute irgendwie, ja. Ich sollte heute nicht so ein wholesome Game spielen, so ein chilliges Spiel. Da, ich bin hier wirklich der, heute erster Arbeitstag gewesen, da dann wieder früh aufstehen gemusst und dann die letzten Tage richtig durchgemacht und so den ersten, zweiten Silvester natürlich durchgemacht, nein, nicht ganz durchgemacht, aber bis spät in die Nacht, den ersten frei gehabt, zweiter auch frei gehabt und deswegen dann natürlich und jetzt dann Schlafrhythmus gefickt. Das merkt man jetzt natürlich. Liegste nachts im Bett und scheiße. Morgen wieder aufstehen, aber es ist erst um 3. Ich kann auch nicht schlafen. Na gut, wollen wir mal noch ein bisschen versuchen uns zu konzentrieren. So, hier gibt's ein Fass. Vielleicht so. Münzchen. Oder kleine Kristallchen.
den haben wir schon hingestellt. Dann waren wir hier schon. So, und hier geht's jetzt weiter. Wozu kann man es auch verkacken? Can you move that for me? Ach, süß. Keine Ahnung, was wir mit den Kristallen machen. Der Spaß wieder. Das hätten wir besser platzieren können. Dann wäre es hier. Warte mal kurz. So, hier mal ein bisschen. Ja, so hier. Am richtigen Spiel muss man trotzdem noch. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Einmal einen Fehler gemacht beim Springen und dann. Ich glaube, ist doch als Streamer auf sich nur hoch. Weil es auf bei Parts. Ja. Dann mache ich einen Part und lasst mich den letzten Part nur rumhüpfen. Das ist zwar generell blöd, aber. Ist denn das? Manchmal klappt's. Manchmal nicht. Also manchmal habe ich es beim Springen. So. Haben wir wieder was Gutes. Au. Wie war das? Au. Oha. Wir haben den Schimpf von vorhin. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know your kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Nein, ich bin klein. Death and corruption. Nein, rotz nicht zusammen. All that remain here. This land can be healed, but you cannot stay here, Spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon. My people. Aber selber kämpfen tut er nicht. Schickt immer seine Lakaien vor. Aha, den Spross.
nämlich. Haben wir ihn mal wieder bezwungen. Safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Our brother Tara was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Tara and we'll take you to the mountain shrine. Woohoo! Hilf Tara von der Tarnwald. Und auf geht's. Haben wir noch was vergessen? Na, Rotz müssen wir noch finden. Ich kann nichts mehr sehen. Oha, in der Aussicht. Tina Wirtschaftsbilanz. Das war es, die Vorgeschichte. Das, was wir bisher hatten, war noch nicht mal der Anfang. Karte. Ach du Kacke. Da müssen wir wirklich hoch. Auf den hohen Berg. Na, dann machen wir uns mal auf den Weg. Sie sah so verdächtig aus. Als wäre da irgendwas. Das sollten wir vielleicht nicht tun durchkochen. Schön die Augen aufhalten, der Rotz. Oder was zu passen. Hey, du entdecke das Buch. Sieht aber nicht gut aus. Ja.
Quelle, die unter der Schmiede fließt, trinkt mit sich Energie des Bergschreins. Aha. Da man nichts machen lässt, dass ich doch in der Hütte. Mann, ich will hier aus. Warte auf dich am Wasserschrein im vergessenen Wald. Das ist ja völlig verlassen und zugehört hier. Bist du Move? Aha, da ist die Knolle des Übels. Hier ist noch eine Knolle. Au, den Kränkischen. Schade. Da kann man nichts dran rütteln. Diese große Knospe im Mittelpunkt der Stadt. Okay, wir haben ja schon von die Kamen bei erst. Was können wir denn nicht tun? Ich verstehe nicht.
steht hier mal wieder nichts. Ich sehe die Bomben vor und lauter Wälder mal wieder nicht. Ach so, hier. Okay. Das kommt aus dem. Ah. Hut war entdeckt. Und sie kehrt wieder leben. Ist doch zurück. Karma und Upgrades. Generiere Karma, indem du verdorbene Feinde besiegst, die Umwelt wiederherstellst und Früchte für deinen Rot findest. Im Upgrade-Menü M kannst du die Karma einsetzen, um deine Fähigkeiten freizuschalten. Kena kann ihre Basisfähigkeiten verbessern, ihre Fähigkeiten mit Rot fundieren, mächtige Angriffe zu erschaffen. Ah, das geht wie. Hier haben wir Nahkampf, Schild, hier haben wir Rot. Und Rot haben wir, ist auch nicht schlecht. So wird sich die Kamera abfordern, nicht? Sprintangriff leicht. Das einzige, was wir gerade können. Beim Sprinten die linke Maustaste, um einen schnellen Rundumschlag auszuführen. Nehme ich. Aha. Wie sprinten wir dann? Sprint mit der mittleren Maus ist okay. Und das wird schwer. Ich muss mal bitte. Also Sprint kann nicht die mittlere Maustaste sein. Shift ist schon belegt. Held ist noch nicht belegt. Keinen Hutnamen gibt's. Dann müssen wir shoppen gehen. Oha. Ein Topf. Neuer Rotschmut. Die Käste haben wir noch nicht.
Wie können wir die Rotz jetzt? Pilz ist cool. Da fahren wir gerade schon dran. Immer noch gar nicht so viel. Dafür sind die Münzen. Wenn wir ein neues Outfit shoppen. Ich hab doch gerade den Mut gekommen, oder nicht? Kauft man den halt noch extra. Jetzt habe ich zwei davon. Ach, wir haben zwei jetzt. Jetzt haben wir drei mit Hüten. Ein Pilz und zwei mit Hüten. Ah, sehr schön. Müssen wir noch weitere Steinchen sammeln. Kleehut. Jetzt haben wir noch freigeschaltet. Kaufen müssen wir es trotzdem noch. Und einer hat noch keinen Hut, der kriegt natürlich auch noch einen Hut. Der muss nicht traurig sein. Aha, jetzt könnten wir uns woanders teleportieren. Und warum bringen. Keine Kristalle. Au. Jetzt nicht lang. Sind wir wieder bei 55. Verfluchte Truhen, ja toll. Nochmal. Hm. Jetzt kommen die Kristalle raus. Alright. Wenn wir baden gehen. Dann haben wir schon.
So, auf zum Mondshop. Cool, das Geld wieder ausgeben. Wir haben noch keinen anderen, kein Outfit. Jetzt müssen wir es entdecken, so ein Mist. Dann lassen wir uns mal nach Outfit suchen. Hallo, Donald. Da geht's auch noch nicht lang. Vielleicht sollten wir mal mit Steen dort reden. Oh, am besten hier rein. Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Maybe Zaju can help. He's usually at the Masked Shrine. You'll know when he's taking treats. Suche den Masked Shrine. Wo finde ich den? Masked Shrine. Vermute mal, der ist dort lang. Sieht doch so nach einem Schrein aus. The rot seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Taro's Maske.
Klammern Fuchsmaske. Du gehst hier, um Geistermaske zu tragen. Schau durch die Maske, um deinen Weg zu finden. Öffne Geisterbarrieren und enttöne wichtige Objekte in der Umgebung. Geistermasken sind hilfreich, um Rotz zu finden, die in der Welt versteckt sind. Aha. Tee, sagtest du. Oha. Etwas. Jetzt da drüben. Scheint hier zu sein. Hey, is that Taro's mask? Did Zaju give it to you? Maybe you can use it to open this barrier. Na dann. What's that? Follow it. Maybe it will lead us to Taro. There's something cool. Kein Mut vergessen. Da muss ich hin. Okay, das wusste ich eigentlich. Das wäre genügend. Wo seid ihr denn schon hier?
It went through here, but we can't get past. There's more of that nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? Natürlich. Die Rotte können Spezialblumen reinigen, um Kinas Gesundheit wiederherzustellen. Schicke deine Rotte auf sie, indem du R drückst. Außer des Kampfes wird Kinas Gesundheit automatisch wiederhergestellt. Look, Kana, I know what that is. It's a forest here. Oha. Bring deine Rotte zusammen. Rotte deine Rotte zusammen. Als Tränen stellen vorübergehend die ursprüngliche Form der Rotte wieder her. Verwende. Was für ein Ding, um wirklich zu bewegen. Die Maustaste. Die Maus. Hier. In dieser Form können die Rotfeinde angreifen, Barrieren zerstören und Verderbnis brennen. Whoa, look what happened to the rock. He's so cute. Look at him go. Does he know any tricks, Kana? Ich verstehe gar nichts. Mal wieder. Forest tears appear sometimes, after a very old tree dies, or after there is a fire. Ja.
now. Was können wir damit jetzt machen? Jetzt haben wir noch einen Punkt drüber. Bei der Sache. Versuche mal ein bisschen zu stehen, obwohl ich keinen hohen höhenverstellbaren Schreibtisch habe. Das ist mir echt eine Einbesung. Was ist denn mal vor? Vielleicht sollten wir auf die Insel zurück und dort dann. Wir wollten doch jetzt, wir kommen doch hier. Wir müssen in die Richtung, aber da kommen wir gerade nicht weiter. Kann hier rüber hüpfen, aber das hilft ja auch nicht weiter. Was? Ah, vielleicht können wir damit die. Oh, hab eine Idee. Den das muss teilweise das ist echt der Plan. Warum bin ich da nicht drüber früher drauf gekommen? Okay.
Elena. There is something in the ground. I bet a forest here can grow here. There must be something nearby. Okay, just went to. It's over there. There. Jetzt können wir wieder. Ah, ich weiß, wo das hin muss. Hey, the little rock guys did it. They made another one. Effektive Waffen. Das brauchen wir öfters. Okay. Jetzt geht's hier weiter. Genau, du bist hier. Das bringt heute nichts mehr. Okay, jetzt hoch. Thank you.
Wir fahren nur von dem Geist Omi. Das sieht ganz gefährlich aus. Maske verwenden. Besonders viel. Taro! What happened? Ich dachte, wir fahren jetzt von dem Story von dem Bösen. Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find 3 relics to help him remember. The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. Find the Russo. In Venom, they can invite us. So see the end of it. Oh.
den Berg ist da. So weit ist das mal nicht. Super. Ich würde mal gerade hier mal speichern. Speichern ist wichtig. Okay, das Wasser muss noch irgendwie überqueren. Ein bisschen mehr Schwert. Ich bin hier nicht ganz an den Ufer. Sag mal, ich bin heute auch gar nicht mit dabei. Ich bin heute auch hier. Ja, mir kommt vorne was. Ist heute schlimm. Ich bin noch da drüben. Scheint es mir zumindest kein nicht weiter zu gehen. Oder auch nicht. Da kommt man nicht hoch. Vielleicht gehen wir da mal weiter und gehen dann über die Brücke. Das ist auch ganz clever. Oh, Menno. Springen. Ein weiterer kleiner.
10 von 15. Gut, jetzt sind wir hier. Von hier irgendwo. Ich muss da versuchen, auslaufen zu gehen. Wie lang geht's? Da war ich nicht. Ich bin wirklich, nicht mehr bei der Sache. Na, ein bisschen Verteidigung. Ich mach da hier. Na komm, reif doch an. Das ist noch zu. Achso, der kommt gerne genatscht. Ja.
Okay, ein weiteres Gebiet geklärt. Noch weit weg vom Ziel. Vom Zwischenziel. One of Tara's memories. I should see where it leads me. Maske verwenden. Kommt sie da hinten zum Morgen noch? Oder auch nicht? So gut wie neu, ich brauche einen grünen Schein da drauf. Aha. Wow. Yeah.
Vielen Dank, ich habe gut schon unten. Und es geht die ganze Frage rückwärts. Steuerung. Jetzt ist einfach mal zu nehmen. What's wrong with Russo's house? The trees are funny. Let's keep going. Okay. Wo soll ich denn jetzt hier lang? Und ist der bewusst ziemlich weit. Ich hab Stützen hier. Okay, das schaffen wir auch nicht. War doch fast. Bin mir noch nicht mal sicher, ob ich darüber muss.
Du bist doch hier rüber. Schon wieder auf dem Kurs. There she is. Dauert nicht mehr lange. The bridge is broken. Maybe the rock can help. Alright. Woohoo! Hurry! I don't think they can hold it for long. Oha. Komm mit. Nee. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Oha. Is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. The forest has become too dangerous, Toro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Wo haben wir denn die Blüte, mal sie mal rauchen. Wir müssen den bösen Kern hier finden. Dann geht's zurück zur Brücke. Ah, hier. Nehmen wir wieder uns. Ich hab's nicht bemerkt. Ja.
Das ist der große Feind. Ich hab's nicht gesehen. Was mache ich falsch? Es reicht nicht den Kristall. Okay, da muss man noch mal. Hat aber gedauert. Ach du Scheiße. Da war ein Loch im Boden. Da gibt es keinen Hobbit. Sag mal, wie?
so. Ich muss die auch noch im Dunkeln sehen. Ach du Scheiße. Der schmale Pfad. Das Körper erscheint. Soll ich den denn kriegen? Festhalten, Leute. Und die Kleinen hier. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Was passiert denn hier gerade? Du bist Chaos. Und jetzt nice. Und zack. Hey, Hannah, you made it. I think we found Mr. Russo. Come on, this way. Thank you.
Und haben die den gefunden. Und das alleine können ohne mich. Wozu? Hey Mr. Russo, we've been looking for you. We brought our friend Kana. She's here to help Taro. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Russo. There's a relic covered by the corruption at your house, but I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. Noch eine tiefere Power. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide staff is no different. Das heißt, wir können nicht schießen damit. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up. Okay. Und schießen. Schiff zum Zielen. Mit dem Ausdauer meinem Pferd zu holen. Wegen des Zimmer. Ja, das war wohl nix. Nur ein. Dachte mir, dass das nicht klappt. Back again. I'll toss up another. Back again. Out. Oh, das ist nicht. Also nicht. Your bow is awesome. Man muss üben. Back again.
shot. Woohoo! Sehr schön. Na dann. Ist doch ein super Ausblick hier. Super Ziel, mal. Diesen Stream für heute zu beenden. Mal speichern. Na dann, wir sind doch ziemlich weit gekommen, trotz des Neben der Spur sein von mir heute. Wir sind ziemlich weit gekommen. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag wieder zu Red Dead Redemption 2. Da geht's dann ein bisschen matchmäßig zur Sache. Hoffentlich dann mehr an der Spur als hier. Joa, und am Samstag, so alles gut läuft, spielen wir dann nochmal das erste Mal im neuen Jahr nochmal. Weil los geht's, 3 mit Modi weiter. Und dann ist so der Plan für die nächsten Wochen auch. Ist dann Montag, muss man dann noch mal überlegen. Vielleicht noch mal Red Dead am Montag und am Freitag. Und dann machen wir Mittwoch. Mittwoch ist immer zum Kindertag. Mal schauen. Ab in die Endcode, ab in den Raid, würde ich sagen.